Nach mehr als 50 Jahren ist im Dessauer Anhaltischen Theater Richard Wagners Ring des Nibelungen jetzt mit dem Rheingold vollendet worden. Ausgehend von der Götterdämmerung haben André Büker und sein Team Wagners Tetralogie mit einer klaren, auf geometrischen Figuren basierenden Formensprache in der Tradition der klassischen Moderne auf die Bühne gebracht. Eine Arbeit, die einen so lange begleitet und die so intensiv ist, weil ich glaube, nichts ist so intensiv wie die Arbeit an einem Ring, alleine aufgrund der schieren Dauer, aufgrund der Komplexität. Das ist wirklich fantastisch und man ist so eine Mischung aus Euphorie und fast ein bisschen Wehmut schon, weil ja dann doch der Abschied von so einer Arbeit auch ansteht. Ästhetisch ist dieses Rheingold im 19. Jahrhundert angesiedelt, zur Entstehungszeit des Rings und der ersten Bayreuther Aufführungen. Zu jener Zeit also, als auch die Bilder laufen lernten, man erste filmische Experimente wagte. Und diese Entwicklung des Bildes und des technischen Bildes, die hat uns ja von Anfang an fasziniert, diese Multimedialität, sage ich mal, mit der wir in der Götterdämmerung angefangen haben, also dieser Formalismus, da sind wir jetzt quasi von der Rechnerebene, wenn ich das mal so beschreiben darf, in der Götterdämmerung zurückgegangen zur Erfindung des Films, zur Erfindung des bewegten Bildes. Das Ursprüngliche, eine spontan und zuweilen komische Körperlichkeit, prägt diese Inszenierung und markiert zudem mit dem Rheingold-Zauberwürfel den gleichermaßen faszinierenden wie unheilvollen Ausgangspunkt des Dramas. Denn er ist in der Lage, Bilder zu projizieren, Bilder in die Welt tatsächlich zu werfen, zu strahlen und ist das Objekt der Begierde, aus dem Alberich dann nachher sein ganzes weiteres Wirken ausgehen lässt sozusagen. Gut 3 Jahre haben André Büker und sein Team an diesem Ring geschmiedet. In einer Zeit angespannter und nervenaufreibender Diskussionen um das Anhaltische Theater in Dessau. Doch der künstlerische Wille war stärker. Das ist schon ein deutliches Signal für die Vitalität dieses Hauses, für die künstlerische Potenz dieses Hauses und auch für den Willen der Menschen hier vor Ort, diesen Ring zu wollen, das Theater zu wollen, dafür zu kämpfen und sich auch dafür zu engagieren. Und das ist, finde ich, das, was von diesem Ring auch bleiben wird, was er auch ausstrahlen wird weiterhin. Und das freut mich schon sehr.